Ah, okay. Ja. Ein großer Wolf. Ich bin tot. Ich treffe den ja noch nicht mal. Oh. Okay. Sollte passieren. Okay. Oh, dieses Nachladen dauert ja ewig. Ich könnte jetzt zu Javan zurück und mir nochmal ein paar Punkte auf Stärke geben lassen. Das wäre nämlich ein Deal. Wenn Javan wieder bei seinem alten Platz ist, ne? Ist das respawned? Nee. Habe ich einfach nur übersehen. Gehen wir mal zurück zu Javan. Schauen, was wir da so finden dann. Also jetzt wird das Spiel spürbar einfacher, wenn man auf Stärke geht. Also ein Hand hat hier nicht viel gebracht. Ich hoffe, Javan ist wieder unten. Wo wir noch nicht waren, waren da rechts, ne? Und ich habe versucht, gegen den Eber zu kämpfen. Das geht, aber man überlebt nicht. Ich habe es probiert. Es gibt ja noch ein paar Sachen zu sehen, also. Can you teach? Gehen wir mal hier. Ne? Ja, passt. Was kann ich denn jetzt nehmen für ein Schwert? Merchant Sword. Joa, das ist anscheinend ein bisschen besser. 50 Strength. Nee, Messer, One-Hand-Weapon. Da brauche ich für noch ein bisschen. Ich denke, mit diesem Merchant Sword bin ich eigentlich ganz gut dabei. Okay. Ich überlege, ob ich nicht versuche, tatsächlich den da oben umzunieten, ne? Den, Boar. Der greift nämlich erst recht spät an. Ja, deswegen. Weil er so eine lange Zeit hat, bis er angreift. Kann man ihn eigentlich erledigen. Arrow, Arrow, Arrow. Und ein Bogen. Da ist der. Da ist der Bogen. Ein Willow Bow. Sehr schön. Ah, Belfro noch ein bisschen. Oh, ich liebe den Bogen. Hallo Bogen. Ja, komm, lass mich doch in Ruhe. Jetzt wollte ich den anziehen und ich kann ihn nur mit 25 Dexterity anziehen. Ja, meine Güte. Ja, dann gehe ich noch ein paar Wölfe töten. Muss auch noch drin sein. Hier waren wir ja schon. Ah, noch ein bisschen was zu laufen. Ich überlege, ob wir instant die großen Wölfe töten wollen. Also hier ist ja so ein großer Wolf. Ja, komm, wir probieren es mal. Boah, das erste Mal, dass ich einen Wolf getötet habe. Ja. Leco mio blanco popo. Ein Gladius. Was ist das?
Was haben wir da bekommen? Ein Dragon Root. Ah, wir bekommen... Okay, wir bekommen mehr Stärke dadurch. Habe ich recht? Ja. Eins mehr. Sehr schön. Das könnte schon mal weiterhelfen. So, damit hätten wir Höhle Nummer 1 gemacht. Wie stark ist denn der Gladius? Oh, the Satorian. Okay, you are right. This is the version for the poor. Jawollo. Okay. Sehr schön. Okay. Weg damit. Moon Mushroom haben wir dann noch. Knorsfingers. Joa, nech. Was bringen die eigentlich? Oh, Kaseos Ring. Ja gut, das macht das alles ja eben ein bisschen näher. Hilf. It gives Hilf. Okay. Die gibt's halt nur... Okay. Oh ja. Okay, wir haben jetzt 21 Dexterity. Das ist fast das, was wir bräuchten. Aber nur fast. Okay. Sorry, ich musste gerade kurz aufs Handy schauen. Ich habe eben eine Sprachnachricht bekommen und ich habe gedacht, ich hätte eine Sprachnachricht zur falschen Person geschickt. Das wäre ein bisschen übel gewesen. Was haben wir denn hier? Von mir aus das Blau. Alter. Sollen meine Ohren wegknacken oder was? Da vorne ist noch einer. Okay. Sind das hier alles Arrows? Die ich nicht aufheben kann. Nein, das sind Knochen. Machen wir mal guckt Meat. Knallen wir uns das mal rein. Abfahrt. Oh ja. Ich weiß, was das ist. Das ist Javans Cup, Coin und diesen Sword. Ja, Legumio. Alter. Alles muss behoben werden. Da führt nichts dran vorbei. Es hört sich ja an wie ein fucking whatever. Ey, Jesus. Viel zu laut. Ich bin echt ein audiophiler Mensch, ne? Und wenn ich's. Ich versuche so viel, wenn ich sowas höre, versuche ich sowas echt immer auszuhalten, aber... Hui, Junge! Aber das geht halt gar nicht. Hier kommen wir dann wieder zurück zu unserem Freund. Genau, hier waren wir überall schon. Ich glaube, hier haben wir alles schon abgesucht. Ja, da hinten kommt dann, kommen wir ums Eck und dann sind wir beim Fischer. Ich glaube, beim Fischer gab es so sonst nichts mehr. Ja, was haben wir denn noch zu tun? Bringen wir erstmal Javan den Cup wieder.
Ja, dann haben wir eigentlich super viele Gegner schon ausgeschickt, ne? Es ging dann doch etwas schneller als erwartet. Gut, ein paar Wölfe sind noch über. Entschuldigung, ich habe was im Hals. Ich habe eben ein paar Chips gegessen, während ich nochmal hier alles durchgespielt habe. So. Jetzt geh aber husten. Geh. Nee, hier war nichts mehr. Okay. Hier war nichts mehr. Ich muss zugeben, ich finde die Sounds ein bisschen störend hier. Es hört sich an, als ob er über Split laufen würde. Müsste halt viel leiser sein. Das ist zum Beispiel sehr angenehm. Ist der Wasserfall auch sehr angenehm. Hallo, so. Sammeln wir jetzt nicht alles. Und Java. Here is your cup. Thank you. It has not much value, but it's the only thing I have left after my father. You are a good man. I hope to see you soon. Yo, farewell. Farewell. Damit haben wir auch Javan durch. Wir sind aber... Ah, wir sind echt knapp davor. Also das will ich auch noch bekommen. Haben wir hier sonst nichts, ne? Schau mal. Na gut, hier ist noch Finesto. Kann man da hoch? Nee. Schade. Hätte ich jetzt gerne gemacht. Mit dem Elex Jetpack wird's gehen, was? Ich habe vor kurzem auch wieder mal angefangen, Elex zu spielen. Hat echt, also macht auch unfassbar viel Spaß. Auch da ist das Kampfsystem nicht unbedingt das tragende Element, sagen wir es mal so. Und ich denke, bei Fahrradern wird es das halt auch nicht sein. Aber ich glaube, so ein richtig gutes Kampfsystem mal zu erstellen, das ist furchtbar schwer. Also, Ghost of Tsushima ist da halt echt, also... Ich habe nie drüber gesprochen, so wirklich, aber Ghost of Tsushima. Ja. Einfach nur ja. Ich habe sowas Heftiges noch nie erlebt. Also so ein richtig gutes Kampfsystem, was noch so unfassbar authentisch ist. Also, ne, wenn man so einen Karateka sieht. Und ich selber habe Karate, aber im Moment pausiere ich ja, also Corona halt, ne, so wie. Denke ich, viele auf Sport jetzt im Moment verzichten. Und, ja, also, sagen wir mal, mit dem Katana kann der Mann, also kann man da wirklich sich eine Scheibe von abschneiden, wie gut das gemacht ist, ne? Also, ich sag's euch nur. Ich hoffe, es kommt auf den PC raus. Alter, ich werde das so durchsuchten. Und ich werde jeden Schwertkampf nehmen, jeden. Aber nur, weil ich den so schön gemacht finde. Also da würde ich eigentlich fast nur noch spielen, weil man kämpfen will. Was ich mache, ist folgendes. Ich guck mal, ob ich den Leuten hier mal auf den Pempel hauen kann. Ja, natürlich ist gleich der Captain da. Okay, gut. Ist nicht so einfach. Spackt das Menü manchmal, aber das kriegt man ja weg. Ich weiß nicht, wie wir den platt kriegen. Eigentlich müsste ich den pullen und nur alleine fertig machen, aber so wie es immer ist. Was ist denn hier? No, nothing. Hier ist nothing.
It's just to make for Alex because he want to see things. Mhm. Ich kenne den Daniel. Ich weiß, warum er sowas macht. Ah. Ich bin ein kleiner Arschi. Boah, von hier aus wegsnipen. Ja, das wäre mein Ding. Aber hier finden wir leider keinen Bogen, den ich nehmen kann, oder? Bellwurst. Finesto. Hier finden wir alles, nur das nicht, ne? Einen richtig geilen Bogen jetzt haben. Hier waren wir schon. Geh mal da runter. Vielleicht kann ich einen pullen? Ich weiß es nicht. Ja, 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 komm. Ich mach ihn platt. Ja, komm. Ja, komm. Du hast einen Nagelknüppel. Na, shit. Jetzt habe ich schon Nummer 2 gepult. Okay, der zieht sich zurück. Oh ja, der hat mich direkt instant getroffen. Okay, Nummer 1 ist tot. Boah, ich hätte das nicht erwartet. Okay. Na komm, Brudi. Jetzt habe ich 2 an meiner Backe. Komm. Jaha. Komm, Tommy. Drei Schläge nur. Boah, ich würde so gerne eine Rüstung haben wollen. Dann vielleicht kriegen wir gleich Estis Segen oder so. Jetzt kommt der letzte und der schwierigste. Da ich doch. Der letzte und der schwierigste. Boah, ich hätte den wahrscheinlich... Ich hätte gerne eine funktionierende Lebensanzeige. Kann ich... Gibt's hier irgendwas, wie ich ihn platt machen könnte? Komm, wir probieren es nochmal. Ich muss ihn halt... Ja, der braucht halt einen Schlag und ich bin tot. Boah, es ist so madig. Überleg mir, wie wir den am besten... Also am besten hätte ich einen Bogen, den ich tragen kann. Aber ich habe keinen Bogen, den ich tragen kann. Und ich habe, glaube ich, auch keine Quest mehr, die ich machen kann, ne? Ich hoffe, ich überlebe es hier. Alter. Ich mache hier meine Jumps irgendwie. Von A nach B. Also, wir fehlen... Hey, warte mal. Ich habe noch 20 Skillpoints. What the fuck? Alex, wie wär's mal? 20 Skillpoints? Ich habe gar nicht mitbekommen, dass ich gelevelt bin. Kann ich das übersehen? Ist ja auch egal. Ja, dann skill ich mich bei Javan jetzt erstmal durch. Hol mir den Bogen. Und dann knüppeln wir den weg, hoffentlich, ne? Wie viel Dexterity haben wir? Warum habe ich jetzt 41 Dexterity? Ah. Gut. Damit
Damit habe ich auch das. Ja, ich kann euch jetzt den Bogen zeigen, wenn ihr wollt. Ich glaube, das ist ein dummer Bug mit dem Ring, ne? Die Pfeile sind ja hier schon mit dabei. Okay. Aber, wenn das so ist, ich hole mir noch... Der müsste doch gleich hier sein, oder? Da. Ich hole mir noch 20 Punkte auf Stärke. Dann können wir wahrscheinlich noch eine neue Waffe benutzen. Glaube ich, oder? Ich weiß nicht, was am meisten Sinn macht. Haben wir eine bessere Waffe? Okay, Decent Sword. Das ist vielleicht was. Der Gladius. Ja, okay, gut. Den Gladius könnten wir dann benutzen. Messer. Ja, komm, wir machen... Aber warte mal, wie viel brauchen, wie viel? 10%, nee, das ist wie bei Gothic 2 übrigens. Can you teach? Ich glaube, man hat die Möglichkeit in diesen zwei, in diesen Handed... Komm, wir machen Folgendes. Can you teach me? Einfach, weil es jetzt... Ah ja, guck mal, jetzt... Es gibt er sich schon mehr Mühe. Eins. Die Schläge sehen schon besser aus. Also da wünsche ich mir zum Beispiel zu wissen, wann ich... nicht mehr so ein krasser Newbie bin. Aber gut, das ist jetzt halt... 30% Waffen gemeistert ist schon mal ganz gut. Vielleicht haben wir das Glück, nochmal weiterzukommen, um zu sehen, dass es noch besser geht. Aber irgendwie scheint mir dieses Kampfsystem hier... Also, dass man einen Schlag macht und dann lange warten muss, ist irgendwie merkwürdig. Also, als ob ich irgendwas falsch machen würde. Weil ich weiß, dass es im Combat-Test anders war. Komischerweise. Eins. Genau, dieser Schlag hier. Eins. Eigentlich schlägst du eins, zwei, eins, zwei. Ganz komisch. Ich weiß nicht warum. Eigentlich ist es halt wie gesagt, dass du Kombos machst und das ist so jetzt nicht dabei. Mal schauen, wie das mit dem Bogenschießen sein wird. Den habe ich... Weiß gar nicht, ob ich den ausgetestet habe. Kann sein. Okay. Jetzt ist er tot. Aber ich bekomme keine Erfahrungspunkte, ist nicht dein Ernst. Macht mich gerade ein bisschen traurig. Gut, die nächste Stufe erreichen wir so wahrscheinlich nicht mehr. Aber dann haben wir eigentlich alles durch. Dann haben wir noch eine Silver Bowl. Und das Game ist abgestürzt. Aber es ist auch so, tatsächlich, dass wir jetzt auch am Ende sind. Ich... bedanke mich schon mal herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Vielleicht, also dann, wenn ihr Verratern guckt, dementsprechend dann auch beim richtigen Spiel. Und dann mit deutscher Synchro und allen tollen Leuten, die da mitgesprochen haben. Und wir sehen uns dann ansonsten noch bei Red Dead Online, Mountain Blade. Von daher, es bleibt viel übrig. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao.